28 Gramm spezieller Pistazien täglich führte in einer erst in 4 Monaten rauskommenden Studie, warum, sage ich nachher noch, Quelle ist unten, nicht nur erstens zu einem reduzierten Taillenumfang von einem niedrigen Gesamtcholesterin, darunter explizit starker Rückgang von LDL, sondern, und das ist der Aufhänger heute, in kognitiven Tests zu signifikanten Verbesserungen in Risikobereitschaft, Entscheidungsfindung und Entscheidungsumsetzung sowie anhaltender Aufmerksamkeit. Und dann noch was, was deine Psyche mal so richtig boostet, wenn du die richtigen Pistazien nimmst. Ist richtig krass. Übrigens, wer mein letztes Video zu den Pistazien gesehen hat, der weiß, die gibt es nicht mehr in dieser entsprechenden Qualität, da Lambarona Plantlife nun Geschichte ist. Aber ich habe euch versprochen, ich suche weiter neue Anbieter und verlässliche Quellen für Lebensmittel. Natürlich nicht nur für die Pistazien, sondern generell, die ich dann auch persönlich checke und mit denen Unternehmen ich mich auch persönlich unterhalte, weil ich ein Gefühl dafür entwickeln will, wer mir da was verkauft. Auch da gibt es heute Wissenswertes und auch Updates. Also gibt es richtig interessante Neuigkeiten, die deinen Alltag bereichern werden. Auf geht's! Okay, erstmal, wie kann man heute schon das Wissen, was erst in 4 Monaten rauskommt, wissen? Das kann 2 Gründe haben. Erstens, online wird immer schneller veröffentlicht als in den entsprechenden Fachzeitschriften, wo das in 4 Monaten rauskommen wird. Und zweitens, viele Wissenschaftler wollen sofort raushauen, wenn sie was gefunden haben. Gerade dann, wenn es wie heute revolutionär ist und man die Credits dafür haben will, bevor ein anderer dasselbe rausfindet, aber das schneller postet. Deshalb gibt es die Essenz heute schon online. Also, wer das vorherige Pistazien-Video gesehen hat, immerhin über 20.000 Menschen, der weiß, dass die richtigen Pistazien die negativen Effekte von Salz- und Zuckerkonsum, heutige große Probleme unserer Gesellschaft, reduzieren und noch eine Reihe anderer wertvoller physiologischer Vorteile bietet. Dazu sage ich heute nichts mehr. Wer das Video noch nicht gesehen hat, den verlinke ich das Video unten in der Infobox und am Ende des Videos noch einmal. Auch wie selbstverständlich die Quelle der heutigen Information. Universität Santiago de Querétaro in Mexiko. 28 Tage, 28 Gramm Pistazien täglich. Einfach zu merken. Sonst wurde nichts gemacht. Einfach nur 28 Tage, 28 Gramm Pistazien täglich. Und dann eben all das, was ich genannt habe, plus die positiven Effekte aus den anderen Studien des vorherigen Videos. Aber nun das Entscheidende und das Überraschende. Feindseligkeit, Angst und Traurigkeit gingen zurück beim Konsum von Pistazien. Auf gut Deutsch, man hatte wieder eine offenere, positivere Einstellung zum Leben. Das ist für die Wissenschaft unglaublich und eben revolutionär. Aber jeder, der sich pflanzlicher ernährt, aus gesundheitlichen Gründen und damit nicht dogmatisch nur um die Tiere zu schützen, sich selber einschränkt und beschränkt, derjenige, der das normal macht, aus gesundheitlichen Gründen, der weiß, es ist voll normal, wenn man sich natürlicher ernährt, analog der eigenen Biologie, dass man da auch wieder zufrieden und entspannter ist. Eigentlich ziemlich trivial. Das ist ein Punkt, den ich mal unbedingt adressieren möchte. Gerade weil in meinen Gesprächen ich sehr viele Menschen habe, die tatsächlich nach der Umstellung auf vegan sich nach einer Anfangseuphorie, dem Placebo-Effekt, der immer zutrifft, wenn du irgendwas tust, von dem du ausgehst, dass es besser wird, dass es besser wird, aber sie sich dann schlechter fühlen und dann sagen, oh, vegan funktioniert nicht. Denn der Anteil derer, die es aus ethischen Gründen machen, vegan werden, also für die Tiere, leiten daraus einen moralischen Zwang ab und deshalb machen sie das. Und das führt oft zur geistigen Verengung oder andersrum, sie sind bereits psychologisch, was Themen wie Selbstliebe und Zufriedenheit mit dem Leben angeht, irgendwie schon ja, geschädigt. Entsprechend wirkt eine pflanzliche Kost natürlich dann nicht so gut wie bei Menschen, die klar sich und ihre Natur im Vordergrund haben. Reine Erfahrung und zeigt, ein gesunder Bezug zu sich selbst ist immer auch wichtig und nicht nur eine Aufopferung für andere. Und deshalb bin ich vegan. Das ist nicht gesund. Zudem, wenn man sich und seiner Gesundheit mit psychologischem Stress schadet, schadet man womöglich auch noch viel mehr Lebewesen, als wenn man auch Tiere isst. Exkurs mal Ende. Also wer da mal ein wenig Klarheit will und auch seine Ernährung im Einklang mit einer authentischen Lebensweise bringen will, da kann sich auf meiner Webseite gerne einen Termin buchen und dann kriegen wir das hin. Gesund, vegan und
auch vollwertig und damit auch zufrieden. Dieser Zusammenhang ist völlig unterschätzt. Manche denken, nur die Ernährung ist maßgebend. Definitiv nein. Aber sie hilft natürlich. Und nun hat man erstmalig, so wie die Studie beschreibt, festgestellt, dass Pistazien eben nicht nur körperlich positive Effekte haben, das hat man ja schon festgestellt im letzten Video, sondern auch geistige. Davor wundert es nicht, dass man die Studie jetzt schon öffentlich zur Einsicht veröffentlicht hat, obwohl sie erst richtig im November wirklich rauskommt. Also ich habe das unten verlinkt, kannst du jetzt schon die Essenz reinlesen. Also die Pistazie, die Nuss, die keine ist, scheint sich in den letzten Monaten ganz schön hervorzuheben in der Wissenschaft. Der Downer war natürlich das Schließen von Lembarol in den letzten Wochen. Ich stehe mit einigen Firmen in Austausch und unterhalte mich über ihre Firmenpolitik und ihren Einkauf und entwickle so ein bisschen ein Gefühl dafür, immer im Abgleich, wie das so mit Lembarol war, das ist natürlich eine ziemlich hohe Latte, wie die Unternehmen handeln. Weil ich möchte nur dort kaufen, wo ich mich auch richtig, richtig wohlfühle. Aber von der Qualität der Produkte kann ich bisher wirklich nur bei Keimling eindeutig sagen, absolut ebenbürtig wie Lembarol. Leider viel, viel engere Auswahl und teurer als Lembarol damals gewesen ist. Aber die Qualitätsansprüche und auch die Überzeugung innerhalb der Firma, was gesunde Lebensmittel angeht, auch die Rohkostaffinität, die ist bei Keimling wirklich super. Ich konnte aber bisher auch nur 10% für alle Produkte raushandeln an, ja, als Influencer-Bonus für euch, wenn ihr über meinen Code dann kauft. Aber auch bei Keimling bewegt sich was, weil sie merken, wenn da so eine große Masse wie ihr dann kommt und bereit ist, auch Geld auszugeben, dass sie euch auch preislich entgegenkommen und vielleicht auch mal größere Pakete. Viele haben sich gewünscht, 5 Kilo, 10 Kilo Pakete zu kaufen. Da wird jetzt auch ein bisschen überlegt. Also da kann in Zukunft was gehen. Und jetzt eben gerade haben sie auch mal eine Aktion gestartet, wo eben diese Rohkost-Pistazien für eine gewisse Zeit um 45% reduziert sind. Und das Tolle daran ist, mit meinem Gutscheincode WASPIOT24 gibt es nochmal Prozente auf den schon reduzierten Preis. Wie gesagt, 10% auf alles, was normal ist. Und wenn schon etwas reduziert ist, wie die 45%, dann sind es nochmal 3%. Und das ist exklusiv. Keimling hat garantierte Rohkostqualität bei den Pistazien und ich habe den direkten Vergleich im Geschmack, habe ich ja von Lembarol zu Keimling gehabt und ich habe auch mit meinem Mikroskop natürlich wieder drauf geschaut über den Mangos und kann wirklich zu 100% überzeugt sagen, die Keimling Pistazien sind die beste Qualität und der Preis ist nun eben, sogar mal jetzt für eine gewisse Zeit, solange die Aktion gilt, sogar noch günstiger als der letzte Pistazienpreis bei Lembarol. Aber das hat zeitlich befristet. Link ist unten. Code habe ich auch schon in den Link integriert. Das ist kein Affiliate-Link. Das bedeutet, ihr könnt auch so einfach auf Keimling gehen, von irgendeinem Link und dann den Gutscheincode WASPIOT24 eingeben. Ja, das funktioniert so oder so, wie ihr das möchtet. Die Pistazie, die Leute auf Instagram wissen das, hat es nun auch aufgrund dieser massiven Wirkung körperlich wie geistig. Allerdings nur in Rohkostqualität. Das ist ganz, ganz wichtig für viele Effekte. Warum? Das vorige Video ist ja verlinkt. In mein, und das muss man erstmal schaffen, tägliches Porridge geschafft. Und wenn das nicht Qualitätsmerkmal ist, dann weiß ich nicht. Gerade weil ich dadurch den Anteil an Proteinpulver auch reduzieren und den Anteil der sekundären Pflanzenstoffe auch nochmal erhöhen konnte. Und das vollwertigste Porridge der Welt noch vollwertiger ist. Wer das Rezept will, wie man mit einem Porridge seinen kompletten Tagesbedarf aller Nährstoffe deckt, bis auf Vitamin D, der kann sich gerne mein neues Buch Essen lernen für Erwachsene reinziehen. Und ich freue mich übrigens auch über Amazon-Bewertungen, egal wie sie sind, Hauptsache ehrlich. Viele geben Sterne, das ist okay, aber das ein oder andere Wort als Feedback wäre echt schön. Da meine Bücher aufgrund der Einfachheit und ja, auch der geringen Gewinnspanne nicht vom stationären Buchhandel angeboten werden, sondern du kannst es wirklich nur über Amazon kaufen und wird auch nur über Amazon vertrieben. Wenn es der stationäre Buchhandel wollen würde, dann wäre das nicht für den Preis möglich. Das ist auch so eine Sache. Ich war letzte Woche bei Thalia und was da in den Ernährungsregalen steht, also ist echt grausam. Ich meine, da sind nicht nur die alten Schinken drin, sondern das sind auch viele moderne Bücher von anderen Influencern. Allesamt mit toll angerichteten Essensbildern, mit aufwendigen Covern, vielen Fotos von ihrem lächelnden Selbst, wie sie irgendwie eine Mango in die Kamera halten. Und ja, aber echt teilweise grausame Ernährungsempfehlungen. Wider jeglicher Wissenschaft. Aber es hört sich und schaut sich gut an, die Bücher. Und ja, ich mich da so hingesetzt und mal die Leute beobachtet, einfach so interessehalber, die da in diesen Büchern schmökern. Ja, und einfach so gesehen, wie, ja, wie die sich freuen, ach so schön. Ne?
das, was sie lesen, das, was sie sehen, das gefällt ihnen, das ist schön, müssen sie sich nicht ändern, müssen sie nichts ändern in ihrem Leben. Aber da wird es nicht besser. Da wird es nicht besser. Und das Buch steht irgendwann dann zu Hause rum. Also wenn du echt was tun willst für deine Gesundheit, dann schau dir wirklich mal meine Bücher an. Und da geht es um Inhalt, nicht um Bilder. Also gute Nachrichten. Rohe, ungesalzene Pistazien sind noch besser wie bisher angenommen. Sie gibt es jetzt sogar noch billiger. Und ich bin zumindest für die Produkte, die Keimling hat, wieder etwas versorgt. Aber wie gesagt, ich informiere mich gerade weiter und halte euch auf den Laufenden, was neues Wissen und auch gute Anbieter angeht von allen möglichen Produkten. Aber was die Pistazie angeht, also nicht nur diese ganzen körperlichen Effekte und der goldene Gral gegen unsere Zivilisationsprobleme, sondern eben auch geistig voller Potenzial, Aufmerksamkeitsbooster, besser Entscheidungen finden und weniger Traurigkeit, Angst. Also ist das Komplettpaket. Also gönn dir immer mal Pistazien, aber auch viele andere Lebensmittel. Facettenreich, vollwertige Lebensmittel. Und dann bist du auf der guten Seite, der gesunden Seite des Lebens. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dein Samu.